Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schranke TV Talk, Spezial, quasi der Blitzsendung. Benjamin Kaiser kennt ihr ja, der Mann, der das verbotene Buch Kulturmarxismus, eine Idee vergiftet die Welt, geschrieben hat. Schön, Benjamin, dass du wieder Zeit hast, kurzfristig für uns, für die Zuschauer da zu sein. Danke erstmal vorab, ja? Ja, gerne, gerne. Warum sitzen wir heute hier? Warum sprechen wir miteinander? Weil ganz viele haben einmal mitbekommen, noch mal kurz die Story zu dem Buch. Dieses Buch hatten wir ja vertrieben letztendlich über Amazon. Und zwar lief es längere Zeit dort super gut. Und Amazon hat es ja rausgenommen, hat gesagt, es verstößt gegen unsere Richtlinien. Ich weiß nicht, wie es dir geht als Autor. Ich kann es nur sagen, als Verlag. Wir haben unzählige Mails bekommen, dass Leute sagten, jetzt erst recht, also jetzt erst recht bestellen wir dieses Buch. Wir gehen gleich direkt ins Thema auch rein, Bundestagswahl Deutschland, weil Sie sehen ja eins zu eins das bestätigt, was du hier in dem Buch geschrieben hast. Wie ist denn deine Resonanz nach dem, ich sag mal, Fallenverbot des Buches? Hast du da irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Naja, grundsätzlich einfach, dass es natürlich mit demokratischen Prinzipien nicht vereinbar ist. Ich denke, das sollte uns allen klar sein, dass auch im Vorfeld der Bundestagswahl ja schon ganz viel daran gearbeitet, also schon seit Jahren gearbeitet wird, den Meinungsaustausch und die freie Meinungsbildung, die ja elementar ist, dafür, dass eine Demokratie überhaupt funktionieren kann, das radikal einzuschränken und eine neue Ordnung zu errichten, auf deren Basis dann wieder ein Diskurs stattfindet. Aber der ist natürlich dann schon festgeschrieben. Also wir steuern auf eine neue Welt zu, in der über bestimmte Dinge nicht mehr geredet werden darf, weil sie einfach als selbstverständlich akzeptiert werden müssen.